Pro Security präsentiert 081 Live. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Höhepunkt von Ihrer beruflichen Karriere. Alle wollen Sie, alle kennen Sie. Und dann gibt es einen politischen Machtwechsel, es kommt eine neue Kraft und Sie passen nicht mehr ins System und Sie sind draus. Die Karriere ist fertig, Ihr Leben ist ein völlig anderes. So passiert es der Hauptfigur aus Postscriptum, Lionel Kupfer, der Autor von diesem neuen Buch, von diesem wirklich frischen Buch ist hier. Es ist der Alain-Claude Sulzer. Herr Sulzer. Ist Ihnen das auch schon passiert? Nein, das ist mir nicht passiert. Es ist, glaube ich, niemandem in der Schweiz oder in Deutschland oder in den angrenzenden Ländern nach 1945 noch mal so etwas Ähnliches passiert. Also der Machtwechsel, das sind Nazis, das ist der Hitler, der an die Macht kommt. Der Lionel Kupfer ist Schauspieler, eben auf diesem Höhepunkt, ein ganz anerkannter Schauspieler. Dann kommt das neue System, er ist jüdisch, er hat keine Rolle mehr. Das ist wirklich eine Zeit, Exempel, was Sie in diesem Buch verarbeiten, oder wenn Sie uns noch etwas anderes sagen? Nein, also es ist so, dass er 1933 in der letzten Januarwoche in der Schweiz ist, in einem Hotel in Sils Maria. Und dort wird er überrascht von dieser Nachricht. Das heisst, am Samstag oder am Freitag, wenn man die Neue Zürich-Zeitung liest aus dieser Zeit, ist das überhaupt nicht abzusehen, dass am Montag der Hitler an der Macht wird sein, oder? Das heisst, das ist so lange im Gespräch gewesen, dass niemand das konkret hätte können voraussehen. Am Montag sieht alles anders aus, also am 1. Februar sieht alles anders aus. Und er begreift nicht nur sehr schnell, dass das Konsequenzen wird haben, sondern er wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass es Konsequenzen wird haben. Bei dem nächsten Film, wo er in der nächsten Woche drehen wird, erstmal auf Eis gelegt. Mhm. Also es ist das Momentum, es sind die paar Tage, die ein Leben, wo Leben völlig verändern. Jetzt bevor wir weiterreden, Herr Sulzer, haben wir eine kleine Zusammenfassung bereit gemacht für Sie. Postscriptum ist ein Buch ohne Happy End. Erzählt wird der Aufstieg vom fiktiven jüdischen Schauspieler Lionel Kupfer im Deutschland vor den Nazis. Bald muss er aber flüchten, seine Karriere geht zu Ende. Wichtig am Buch ist aber nicht allein die Geschichte. Der Alain-Claude Sulzer stößt mit Vor- und Rückblenden ins Innenleben, in die Gefühle von seinen Figuren vor, die miteinander, gegeneinander und vor allem nebeneinander leben. Postscriptum ist das erste Buch von Alain-Claude Sulzer seit 3 Jahren. Es ist in mehrere Bestseller-Charts reingekommen. Das ist Tele Basel mit dem Alain-Claude Sulzer. Und wenn Sie einen Schriftsteller fragen, wie er schafft, was er sich überlegt hat bei diesem Buch, rufen Sie an 061 202 95 40. Herr Sulzer, nochmal zu dem Lionel. Es gibt keine reale Figur, die, sag ich jetzt mal, Züge hat von dieser Hauptfigur. Es gibt keine reale Figur, aber natürlich hat ein Schauspieler, der berühmt ist und der berühmt war zu dieser Zeit, problemlos übergehen vom Stummfilm zum Tonfilm. Natürlich hat er automatisch Züge von anderen Schauspielern, aber denen ihre Namen kennt man heute gar nicht mehr, zum allergrössten Teil. Aber wer hat sie inspiriert? Niemand, also es hat mich niemand inspiriert. Es hat die Ausgangslage gehabt, die hat mich inspiriert. Über die wir jetzt gerade vorher geredet haben. Und alles, was ich mir nachher überlegt habe, wie das aussehen könnte, an wen das erinnern könnte, das ist mir eigentlich eher von außen zugetragen worden. Entweder wird ich danach gefragt und ich habe immer nur die gleiche Antwort gegeben. Nein, es hat kein Vorbild gegeben. Haben Sie denn geschichtliche Quellen gehabt für diese 3 Tage? Außer der NZZ? Nein, vor allem die NZZ, ja genau. Die habe ich gehabt. Der Rest ist das, was ich mir vorstelle, wie das für ganz unterschiedliche Leute für unterschiedliche Reaktionen gehabt hat und unterschiedliche Folgen gehabt hat für die Leute. Ist das der Ursprung denn von Postscriptum? Der Ursprung ist eigentlich ganz anders gewesen. Der Ursprung ist gewesen, dass ich gefragt worden bin vom Hotel Waldhaus in Sils Maria, ob ich für eine Anthologie fürs Hotel eine Geschichte schreiben würde, mit anderen Autoren. Das ist eine Anthologie, wo 20 Autoren etwas geschrieben haben. Und das habe ich gemacht und das ist eine abgeschlossene Geschichte gewesen. Und als ich sie fertig hatte, habe ich gefunden, nein, für mich ist die Geschichte nicht fertig. Und dann, also für mich ist das die Ausgangslage für einen Roman und dann ist der Roman entstanden, aus dieser kleinen Erzählung eigentlich. Gut, jetzt versuchen wir können zusammen versuchen, die Geschichte zusammenzufassen. Also wir haben Lionel Kupfer, Sie unterbrechen mich oder ergänzen mich. Als Schauspieler, als Hauptfigur, dann hat es der Liebhaber Eduard,
Der kommt dann auch auf das Sils Maria. Und vor allem wichtig, es hat der Schweizer, der Walter, ein Postbeamter, ein ganz feiner junger Mann, der ein paar Nächte wahrscheinlich mit dem Schauspieler verbringen durfte, aber nachher quasi wieder muss zurück, weil dann kommt eben der Eduard. Also das sind, habe ich alle Männer jetzt alle Männer sind da. Es gibt noch eine Mutter von Walter, eine ganz feine Frau, die irgendwo in der Erde, in der Kellergeschoss arbeitet und den Walter eigentlich gesucht hat. Und dann haben wir noch so etwas, eine Kollegin, eine Witwe, wo der Herr Kupfer dann anspricht, in Sils Maria im Waldhaus. Aber es geht vor allem um die vier Personen, das heisst eben Kupfer, ja. Eduard, der Liebhaber, Walter, wo ein Fan ist von ihm und wo einfach zufälligerweise er schafft in Sils Maria auf der Post, ja. Und erfährt zufälligerweise, dass der Kupfer jetzt zufälligerweise gerade dort Ferien macht. Und das ist eben die Ausgangslage, das ist das erste Kapitel, wo sich vorstellt oder die Hoffnung hat, er würde einem vielleicht irgendwann mal begegnen und genau das passiert. Mhm. Und dann gibt es eine kurze Liebesbeziehung zwischen den beiden. Sie gehen auseinander aus ganz, aus den Gründen, weil er zurück muss nach Berlin, der Kupfer. Und sie begegnen sich später irgendwann noch mal ganz kurz, ohne dass sie noch mal miteinander reden. Und dann ist die Mutter, die meint, sie würde ihrem Sohn eine wahnsinnige große Freude machen, indem sie ihm hinterher läuft, sozusagen. Das heisst, sie bewirbt sich, sie bekommt eine Stelle als Glätterin im Waldhaus und geht dann aufs Postamt und meint, es wird eine riesige Freude sein, wenn der Sohn sie sieht. Und das Gegenteil ist der Fall. Ja. Behandeln sie. Wenn man das hat mir eigentlich am meisten, also die Figuren, wir kommen nachher noch drauf, die sind ja jetzt in meinen Augen, die sind alle ein bisschen kalt, nicht ganz bei sich und können auch ihre Gefühle nicht ausdrücken. Oder können vielleicht sind sie sogar gerade sehr bei sich. Vielleicht sind sie, wirken sie wegen dem ein bisschen kalt. Sie sind schon sehr bei sich. Sie, also, ich meinte, dass sie sich am nächsten sind, ja. Aber die kommen nie aus sich raus. Also jetzt der Walter, jetzt kommt seine Mutter, nach Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen. Und er behandelt sie wie eine Kundin, die einen Briefmarken will einkaufen. Er will ihre Nähe nicht. Er spürt ihre Nähe. Er ist ein uneheliches Kind gewesen. Das heisst, sie müssen sich einmal eine Zeit lang sehr, sehr nah gewesen sein. Wie lange, das weiss man nicht. Das wird in diesem Buch nicht weiter behandelt. Aber nehmen wir mal an, bis 16, 17 sind sie sich sehr nah gewesen. Und dann ist einfach auseinandergegangen und das geht nicht mehr zusammen. So ist es ja oft bei Eltern. Das ist ja nicht historisch. So etwas passiert ja immer wieder. Und sie hat das nicht. Es ist wie eine vollständige Verständnislosigkeit zwischen den beiden. Und Verständnislosigkeit gibt es nicht mehr an. Auch innerhalb von anderen Beziehungen in diesem Roman. Und dann denken Sie, sind die Leute am nächsten bei sich? Ja, dann sind sie, glaube ich, sehr nah bei sich. Und vielleicht, damit meine ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad eine ganz egoistische Sicht oder ein ganz egoistisches Verhalten. Das meine ich mit bei sich. Mhm. Wenn sie, wir haben den Ausschnitt, wo die Mutter sich überlegt, sie sieht dann ihren Walter, sieht sie dann irgendwann in dem Waldhaus neben dem berühmten Schauspieler. Und die Mutter findet das nicht lässig. Sie ist einfach erstaunt darüber, dass er sozusagen die Klassengrenzen überschreitet. Wir sind ja, wie gesagt, im Jahr 1933. Ja. Für sie ist das klar, wo er angehört. Er ist Postbeamter und er gehört auf alle Fälle nicht in die Hotelhalle vom Waldhaus, dort Kaffee trinkend mit irgendjemandem, den sie nicht kennt. Ja. Zufälligerweise kommt sie eben dazu, sieht das. Und ich lese einfach einen kurzen Ausschnitt, wo sie sich, das muss man dazu sagen, sie ist Analphabetin, fast Analphabetin. Sie kann kaum lesen, sie kann ungefähr gar nicht schreiben. Sie macht das auch nicht, sie versucht es auch nicht. Und dann aber irgendwann einmal in dieser Nacht, nachdem sie das erlebt hat, der Sohn gesehen, schreibt sie ihrer fiktiven Freundin einen Brief. Also sie stellt sich vor, sie würde einen Brief schreiben. Liebe, beste Freundin, zu erzählen hätte ich dir viel. Ich würde dir schreiben, was aus meinem Sohn geworden ist. Ich würde dir erzählen, wie und wo ich lebe und arbeite, wie mein Tag abläuft und was ich heute gesehen habe und kaum fassen kann. Du kennst meinen Walter fast so lange wie ich. Du hast ihn als Säugling im Arm gehalten. Du kennst seine Vorzüge und Nachteile, als wärest du seine Mutter und nicht ich. Auch wenn es mir wie gestern vorkommt, ist doch seither viel Zeit vergangen. Während ich die gleiche geblieben bin, nur älter wurde, erkenne ich ihn kaum wieder. Zum Beispiel heute, als ich ahnungslos durch das Hotel streifte, was ich im Grunde nicht gehört, ich tat es trotzdem, und da saß er mit Leuten zusammen, die nicht zu uns passen.
Er hatte eine Jacke an, die ich nie an ihm gesehen habe. Ich weiß nicht, woher er sie hat. Ich möchte es auch nicht wissen. Auch eine Krawatte trug er und trank mit spitzen Fingern Kaffee, umgeben von Hotelgästen, wo er doch selber keiner ist. Er trägt des Kaisers neue Kleider. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll. Ich brauche die Hilfe meiner besten Freundin, aber ich weiß, dass ich nicht mit deiner Hilfe rechnen kann, weil es dich nicht gibt und weil es nur mich gibt und Walter, der nicht mit mir redet. Das ist die Mutter. Für mich jetzt eigentlich eine der berührendsten Figuren. Ich weiß nicht, vielleicht einfach, weil ich Mütter gerne habe. Ich vielleicht, weil sie am ausgeliefertsten ist. Sie ist vielleicht noch ausgeliefert. Sie ist so mehrfach Opfer. Sie ist einerseits stark, sie hat den Sohn allein aufgezogen. Aber sie leidet später, wenn sie dann aus dem Waldhaus muss wegkommen muss, weil der Krieg ist. Und dann wird das Hotel zugemacht. Dann schafft sie in Bern, dann ist sie in Untermiete. Sie leidet für ihren Sohn, weil ihre Zimmerwirtin herausfindet, dass der Sohn, ohne dass das wird nicht ausgesprochen, aber sie rächt sich die Zimmerwirtin sozusagen an ihrer Untermieterin, indem sie rausgeht, weil sie herausfindet, dass der Sohn schwul ist. Ja. Jetzt haben Sie gute Kritik, Herr Sulzer. Übrigens, wenn Sie anrufen wollen, 0162 02 95 40, das ist 0162 live. Live heisst, Sie dürfen auch Fragen stellen am Alain-Claude Sulzer. Sie haben gute Kritiken. Basler Zeitung zum Beispiel schreibt von einer Formvollendung in 13 Kapiteln. Ist das für Sie auch so? Das ist einfach schön, wenn das so ankommt. Ja. Ob ich das dann am Schluss auch so finde, das kann ich Ihnen vielleicht in 5 Jahren genauer sagen. Da wird sich noch vieles gesetzt haben. Aber ich lese meine Bücher normalerweise auch nicht noch mal, nie mehr ein ganzes Mal, ob das formvollendet ist. Ja, ich versuche das einfach im Thema gerecht so richtig und perfekt oder vollendet ist, wie nur immer möglich. Aber ob einem das gelingt, das muss der Leser entscheiden. Also, wenn ich Sie richtig verstanden, Sie schreiben. Wann schreiben Sie denn? Sind Sie ein Morgenschreiber? Oder? Ich schreibe den ganzen Tag durch, immer wieder, aber nicht stundenlang am Stück. Ja. Ich sitze stundenlang am Schreibtisch. Ich schreibe aber nicht stundenlang an meinem Roman oder an dem, was ich gerade schreibe. Aber ich habe keine festen Zeiten. Und früher habe ich eher am Morgen geschrieben, jetzt kann das auch zu oben später sein. Und das so, also jetzt so ein Durchschnittswert an Stunden, die Sie schreiben, wissen Sie das? Sind das 4 Stunden? Ich finde nicht wichtig, wie viele Stunden ich am Schluss wirklich geschrieben habe. Man könnte sich wahrscheinlich irgendwie mit den Fingern verbinden lassen und das dann nachher irgendwie abzählen das per Chronometer. Tolle Uhren, wo alles noch Bestimmt. Also wie viele Stunden das genau sind, weiß ich nicht. Und es ist auch nicht wichtig, weil es gilt ja nicht nur die Stunde, in denen ich effektiv schreibe, es gilt ja die Stunde, in denen ich über das nachdenke, in denen ich tausend andere Sachen mache, in denen mir vielleicht etwas viel Wesentliches einfällt, als währenddem ich schreibe. Und dann gehen Sie ab und zu aus und lassen sich inspirieren in Basel oder in Riechen? Nein, in Riechen nicht, da wohne ich schon lange nicht. Dann gehe ich raus, woher auch immer, und lasse mich. Ich gehe nicht raus, um mich inspirieren zu lassen, sondern ich gehe einfach raus. Ja. Und was gehört für Sie zu Basel? Als Schriftsteller? Jetzt einfach mal, also Sie gehen raus, Basel. Sie werden sich nicht inspirieren lassen. Also Basel fällt mir als erstes immer der Rhein ein. Das fällt mir. Und ich wohne relativ nah am Rhein. Der ist wirklich extrem nah für mich erreichbar. Ja, Basel ist für mich zuerst mal der Rhein und dann natürlich Freunde und alles Mögliche. Ja. Gut, und dann sagen Sie, Sie lesen das Buch nie mehr ganz durch? Nie mehr ganz. Nein, ich kenne am Schluss eigentlich, wenn ich Lesungen hatte, nach einer Saison, das heisst nach einem Jahr ungefähr, dann ist es vorbei mit den Lesungen, dann kenne ich meistens vor allem die Stellen, die ich gelesen habe, weil es doch meistens die gleichen sind. Und dann ist es manchmal schwierig, noch Fragen genau zu beantworten, weil man einfach Details vergessen hat, oder? Okay. Wenn wir rasch schauen, die NZZ hat den Satz mit ganz vielen Substantiven. Das ist auch eine gute Kritik. Also die Kunst der Vergegenwärtigung und das Spiel von Abwesenheit und Anwesenheit beherrscht Alain-Claude Sulzer meisterlich. Jetzt, was heisst das? Müssen Sie mir jetzt nochmal wiederholen? Ja, die Kunst der Vergegenwärtigung, Spiel von Abwesenheit und Anwesenheit beherrscht Alain-Claude Sulzer meisterlich. Also Abwesenheit und Anwesenheit, das kann man interpretieren, wie man will. Man kann es jetzt auf Personen interpretieren. Auf mich als Autor würde ich jetzt interpretieren, dass Personen sowohl in ihrer Gegenwart anwesend sind
Und vielleicht auch abwesend, aber auch anwesend, sehr weit zurück in ihrer Vergangenheit. Das heisst, Sachen, die sie erlebt haben vor Jahren, sind weiterhin für sie anwesend, sind ihnen ganz nah. Und im Moment, wo sie in der Gegenwart sind, sind ihnen vielleicht Personen, die noch müssten sie viel abwesender. Mhm. Also man kann jetzt mit dem Satz ewig weiterspielen. Wir können einiges machen, gerade wieder ein Buch machen. Was ist denn die Hauptaussage jetzt von Postscriptum? Also es gibt keine Hauptaussage für mich. Es mag verschiedene, und ich bin ziemlich sicher, verschiedene Aussagen für verschiedene Leute. Sie sagen, ihnen ist jetzt die Therese, die Mutter, am wichtigsten. Für andere spielt die vielleicht gar keine Rolle oder eine geringere Rolle. Okay. Für gewisse ist der Kupfer wichtiger. Es gibt keine Hauptaussage. Ich glaube, wenn man ein Buch auf eine Hauptaussage beschränken würde, dann würde ein extrem beschränktes Buch dabei rauskommen. Ja. Also ich schreibe kein Pamphlet, ich schreibe einen Roman mit möglichst lebendigen Figuren. Ja. Wenn man noch eine Kritik von Focus.de. Er, Klammer auf, Sulzer, Klammer Klasse, ist ein unaufgeregter Erzähler. Sind Sie unaufgeregt? Mhm. Ja. Das heisst, Sie haben weniger Adjektiv. Also andere, oder wie sieht man das? Ich glaube, unaufgeregt bedeutet, dass das Ganze wahrscheinlich in einen bestimmten Fluss eingebettet ist. Also in einem Fluss können auch sehr viele Adjektive mitfließen. Ich nehme an, die Kritik einfach zu entschlüsseln. Da ist nichts Gekünsteltes in seinem Stil, nichts Fadenscheiniges, keine Kapriolen. Ja, wenn er das findet, dann soll er das finden. Ja, ich glaube, es gibt doch Kapriole. Ja. Es gibt doch Kapriole, weil ich habe mir doch bestimmte Sachen müssen überlegen für den Roman, wo sich noch nie jemand vorher überlegt hat. Es gibt gewisse Wendungen in dem Roman. Es gibt innerhalb von dem Roman mit dem Eduard, der Kunsthändler ist, gibt es eine Geschichte mit Kunstfälschungen. Das empfinde ich als eine Kapriole von meinem Hirn, mir das überlegt und ausgedacht zu haben. Es gibt also doch Kapriole. Ja. Und dann noch kleine Kritik da, Focus.de, aber auch kein Höhepunkt. Ja, ich kenne die Kritik. Das hat er so gesehen. Ja. Was machen Sie mit so Kritik? Lesen Sie die? Wenn ich sie in die Hand bekomme, lese ich sie. Es ist tatsächlich so, dass schlechte Kritiken oder negative Kritiken, wenn man sie dann liest, eher hängen geblieben als die guten. Ja, die guten, die nimmt man einfach wahnsinnig gerne in Kauf. Ja. Und die anderen, die bleiben möglicherweise hängen. Das ist das Schlimmste. Man könnte es aber auch einfach nicht lesen. Ich meine, die Möglichkeit besteht. Ja, macht es trotzdem. Zum Teil mache ich es trotzdem, ja. Was ist denn das Schlimmste? Also man lernt nichts aus diesen Kritiken. Nein. Das kann ich den Kritikern sagen. Und man lernt stärker. Also jedenfalls schwächt es mich nicht. Ja. Sie haben eine neue Idee schon für ein neues Buch. Also das ist jetzt kaum einen Monat alt. Ist es wieder eine Künstlerbiografie? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also eine Künstler jedenfalls. Biografie stimmt jetzt es ist keine Künstlerbiografie. Ja. Ich habe eine Idee, ich habe ein Projekt, ich habe sogar zwei Projekte. Und das wird sich nur entscheiden, welches genau ich am Schluss verfolgen. Ja, jetzt tönen Sie wie ein Politiker. Herr Sulzer. Ja, bestimmt, ja. Postscriptum ist ja das PS. Wenn Sie jetzt hier bei Tele Basel dürfen für 061 Live ein PS machen. Freie Gedankenwahl. PS im Sinne von Werbung, Produkt, Statement. Sie ist Ihr PS jetzt anhand von diesem Gespräch, als Schluss von diesem Gespräch. Bitte formulieren Sie Ihr Postscriptum. Also ich würde es einfach all den Leuten empfehlen, die das Buch empfehlen, die vielleicht irgendetwas wissen wollen, was sie noch nicht wissen über eine Zeit, die vergangen ist. Es sind ja nicht nur 30 Jahre, es sind auch 60 Jahre über bestimmte Beziehungen, die dort mal nicht so normal sind, wie sie heute sind, zum Beispiel. Mhm. Okay, das ist alles. Also das mit der Beziehung ist also doch schwierig. Also dass man schwul war in dieser Zeit und das nicht dürfen, das ist auch wichtig. Das ist in diesem Roman nicht so wahnsinnig wichtig, aber es ist einfach, dass hier leben, dass Leute leben, dass Männer, die mit dem kein Problem haben, weil sie einfach die Möglichkeiten haben, das auszuleben. Ich habe mal einen Roman geschrieben zur falschen Zeit, dort ist es eben ganz etwas anderes gewesen. Dort geht es um Leute, die das nicht haben können, offiziell leben. Die können das nicht offiziell, aber sie können als Schauspieler hätte das natürlich in den 30 Jahren auch schon können ausleben. Also, das war das PS. Merci vielmals. Postscriptum. Alain-Claude Sulzer. Es ist eben erst rausgekommen im Verlag. Ganz schnell, Herr Sulzer. Galliani.
Genau. Also viel Vergnügen beim Lesen, viel Vergnügen bei Tele Basel und auf Wiedersehen. «081 Live» ist Ihnen präsentiert worden von Crow Security.